Ich freue mich heute, ein ganz simples Gericht für euch zuzubereiten. Und zwar geschmorte Kartoffeln aus dem Römertopf. Und dazu braucht ihr festkochende Kartoffeln, Knoblauchzehen, Rosmarin, eine Prise Muskat, Olivenöl und Wasser. Später ein bisschen zum Garnieren, Petersilie. Und so einfach, wie sich das Rezept anhört, ist es auch. Bevor ich mich jetzt den Kartoffeln widme, wird erstmal der Römertopf gewässert. Ich habe hier eine glasierte Variante. Das bedeutet für mich, dass ich nur den Deckel wässer. Stechen an die Seite und kümmere mich jetzt um die Kartoffeln. Ich benötige ungefähr ein Kilo. Dann nehme ich mir direkt die größeren, weil die kann man schneller schälen. So, das könnte jetzt ein Kilo sein. Ich nehme auch so eine kleine mit dabei und dann haben wir Kilo. Eine Schüssel direkt mit Wasser für die geschälten Kartoffeln und dann fange ich mal an. Ich verwende heute festkochende Kartoffeln, aber ihr könnt natürlich auch vorwiegend festkochende nehmen. Der Unterschied zwischen festkochenden Kartoffeln und vorwiegend festkochenden Kartoffeln ist, dass die vorwiegend festkochend eher dazu neigen, etwas mehliger zu werden als die festkochenden. Die bleiben natürlich in der Konsistenz auch nach dem Garen halt viel fester und zerfallen nicht so schnell. Ja. Zu Hause verwende ich immer vorwiegend festkochende Kartoffeln, weil ich die dann auch für Kartoffelpüree oder auch für Bratkartoffeln verwenden kann. Kartoffeln schneide ich jetzt alle auf ungefähr eine Größe. Die Garzeit ist natürlich auch davon abhängig, wie groß die Kartoffeln sind. So, die Kartoffeln haben nun ungefähr alle die gleiche Größe. Jetzt kommt auch schon der Römertopf zum Einsatz. Das untere Teil nehme ich mir vor. Knoblauch dazu. Man kann dann später selber entscheiden, ob man den mitessen möchte. Einfach so drüber legen. Dann Rosmarin. Nicht zu sparsam mit umgehen. Etwas Muskat. Salz und Pfeffer natürlich. Ein Schuss Olivenöl. Nun gießen wir das Ganze mit ungefähr 200 Milliliter Kartoffelwasser, nenne ich das mal auf. Nicht gerade komplett über die Kartoffeln, weil dann die ganzen Gewürze wieder abgewaschen werden. Nun sind alle Zutaten hier im Römertopf. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und dann wandert das Ganze in den kalten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa eine Stunde. Ich werde ihn aber kurz vor Garzeitende noch mal rausholen, damit ein bisschen mehr von dem Wasser verdampft. Die Kartoffeln waren nun ungefähr 45 Minuten im Backofen. Ich habe im Gefühl, dass die schon soweit gut sind. Nehme jetzt den Deckel ab. Ja, das sieht richtig gut aus. Stelle das Ganze ohne Deckel noch mal 10 Minuten rein, damit sie ausdämpfen können. Die Kartoffeln sind nun fertig. Und ich muss sagen, da können normale Salzkartoffeln, die man im Wasser gart, nicht mithalten, weil das Aroma halt die ganze Zeit darin zirkuliert und sich dann entwickeln kann. Hier kann auf jeden Fall nichts überkochen. Bei Salzkartoffeln, die man im Wasser gart, ist das natürlich immer wieder möglich und man kann danach meinen ganzen Herd wieder sauber machen. Hier bei den geschmorten Kartoffeln passiert das nicht. Zudem riecht es auch ganz wunderbar nach Rosmarin und nach Knoblauch. Das Ganze muss natürlich jetzt noch probiert werden. So, lieber nicht anfassen. Super. Richtig gut. Super lecker. Aber das i-Tüpfelchen kommt jetzt noch. Und zwar Schmand. Und das rundet dann alles ab. Also wie ihr seht, geschmorte Kartoffeln im Römertopf, gar kein Problem. Super schnell gemacht. Probiert es einfach mal aus und überzeugt euch selber von diesem wahnsinnigen Geruch. Tschüss!